Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jump World. Wir spielen heute die Map Shirunaya Wilder Western von Skylight. Ja, und ich bin auch schon auf der Map drauf, wie ich sehe. Hey Shirun, andere, das ist ein kleines Jump'n'Run für dich. Bitte positiv bewerten. Story, du bist im Wilden Westen, da dich eine Zeitmaschine herbrachte, doch die ist kaputt. Finde einen Weg zurück zu dir. Ach, zu dir, okay. Na, guck mal hier, da bin ich. Interessant. Und wie ihr seht, wir sind tatsächlich in einer kleinen Wildweststadt. Okay, das ist die Maschine. Muss ich sagen, sieht wirklich schon recht ansprechend aus. Und hier sehen wir auch schon den Anfang. Ich hoffe mal, dass wir den Rest der Map noch irgendwie sehen. Weil die scheint sehr groß zu sein. Also ich gucke auf jeden Fall mal, wenn ich hier nach oben gegangen bin, mal nach unten. Ich weiß nicht, ist das eine Vorlage, Leute? Gibt es das heutzutage? Ich habe schon lange keine Map mehr gebaut. Oder hat er das alles per Hand gebaut? Was echt wahnsinnig wäre. Ui, auf jeden Fall sieht es echt gut aus hier. Okay, wo lang geht es jetzt? Da ist ein Checkpoint. Okay, gehen wir mal hier weiter. Ui. Oha. Und hier weiter. Und ho. Es kam... Oh, guck mal. Ich bin Shirunaya. Achso, hä? Wer sind Sie? Ich bin Shirunaya. Stell dir vor, das ist der Desperado Bergi. Ah, okay. Okay, was machen Sie hier? Ich bin nicht von hier. Ah. Wir sind also ein Desperado, Leute. Hier geht's hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nach Hause. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das würde ich wirklich wollen. Ach, guck mal hier. Lande im Fluss. Ein Fluss? Also meint er jetzt da unten das Portal? Ach nee, er meint da. Okay, aber was ist denn das für ein Portal hier vorne? Ist das Portal weg? Ich glaube, wir würden durch einen Fallschaden sterben, aber was ist denn das für ein Portal hier unten? Oh nein. Nee, wollen wir gar nicht. Ah, okay, das ist tatsächlich... Okay, okay. Gut. Wir gehen jetzt mal ins Portal rein. Und versuchen dann mal nach vorne gedrückt. Nee. Das funktioniert so nicht. Aber so soll es dann scheinbar anscheinend auch gehen, weil man kriegt ja gar keinen Fallschaden. Also wir versuchen jetzt mal so hinzuspringen. Alter, Leute. Oh Mann, ich habe vorhin noch ein bisschen gepennt. Dementsprechend bin ich noch nicht so ganz wach, muss ich zugeben. Ich habe auch erst überlegt, ja, da kommt man nicht durch. Egal. Diese Folge wieder ausfallen zu lassen, aber der letzten Tage schon keine Videos kam, weil mich einfach das ganze Weihnachtszeug so geschlaucht hat. Da ist was. Bloß was? Ja, müssen wir wohl nachschauen gehen. Das ganze Weihnachtszeug hat mich so geschlaucht. Deswegen, naja, habe ich das halt mal gelassen mit den Videos. So, hier lang. Und hier hin. Und hier hin. Und hoch. Oha, was ist das da oben? Zack. Okay, die Sprünge hier sind alle einfach. Wenn ich da irgendwie verkackt hätte, würde ich von mir selber enttäuscht sein. Hätte ich kein Recht nochmal eine Map vom Apfel zu spielen. Wohin müssen wir? Müssen wir hier hin? Ach, hier ist ein Portal, Leute. Ich will nicht mehr. Warum denn nicht, Shiro? Warum denn nicht? Hier lang. Was war das? Hast du das gesehen? Das wirkte gerade leicht wie ein Grafikfehler. So, hier hin. Ich hab doch Höhenangst. Das stimmt übrigens tatsächlich. So im richtigen Leben habe ich echt Höhenangst. Nicht bewegen. Ach so. Zack. Wo
bin ich? Ja? Hallo, Dialein. Ah. Ey, Shiro, wo warst du? Dia, ja. Wir sind vereint. Ach, Dialein. Ach, Shiro. Ich hoffe, das ist dann schon mal gefallen. Ach so, das fehlt wahrscheinlich das Wort wegen dem... Ne? Bewerte gut, zu dem Zeitpunkt war ich Pro. Vielen lieben Dank für das Jump'n'Run, wirklich, ich danke dir vielmals. Von der Kreativität her fand ich das echt gut. Das ist mal was komplett Neues gewesen, das Szenario. Die Optik, ich weiß jetzt nicht, ob die komplette Map selbst gebaut war, ist mein Problem. Aber ich sag jetzt einfach mal gut. Und ihr könnt mir gerne sagen, ob das jetzt eine Vorlage war oder ob das komplett selbst gebaut war, weil ich habe echt keine Ahnung. Und die Sprünge, naja, die waren mir zu leicht. Ich sag jetzt einfach mal okay. Aber es liegt auch daran, dass Apfel mich momentan so ein bisschen abhärtet. Und da, Leute, wir noch ein bisschen Zeit haben, hänge ich noch eine zweite Map hinten dran. So, auf geht's in die Map des Tages von gestern, und zwar Course von Expert Skills. Willkommen zu unserem neuen Jump'n'Run. Viel Spaß! Course Map, Name Herbst. Ach ja, okay. Und ihr seht, wir haben mal wieder keine Kristalle zu finden, also können wir hier einfach durchhuschen. Das ist natürlich gut. Dann tun wir das auch. Die Map muss erstmal zu Ende aufgebaut werden, habe ich das Gefühl. Hier hin. Stirb! Heute nicht. Phasen drin. Eastwin. Oh Mann. So, ich weiß nämlich jetzt gerade wieder nicht, ob das irgendwelche Insider-Sprüche sind von Sachen, die ich halt nicht kenne. Oh Gott. Weil ich halt nicht so der hier. Wie heißen sie? Ich bin immer nicht so der Gucker vom Expert und so. Denk an die Kompetenz. Ach, da war ein Schleim! Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich zu spät gesehen. Ach, Leute, ihr könnt doch sowas nicht am Arm mit mir machen. Oh Mann. So. Dann hier hin. Gut. Dahin. Ich hol mir die Dias. Das glaube ich dir. Nein! So. Oh Gott. Leicht? Schwer. Wir versuchen mal das Schwere. Ich will mir jetzt ja nicht zu leicht machen. Das heißt am Ende wieder, dass ich das besser kann. Aber ich finde das schon heftig, dass man hier überhaupt keinen Checkpoint bekommt. So, ich mache mir jetzt hier mal leichter. Ich meine, man muss mir... Ich nehme ja den Weg, der mir gegeben wird. Alter, wie ich da nicht abspringe. Wir schaffen das, Leute. Ich meine, wir haben schon ganz andere Maps geschafft. Vom Apfel. Übrigens, wir haben schon wieder die nächste Apfelmap im Start sozusagen. Die ist schon fertig. Und ich habe da letztens mal nur reingeguckt. Er hat wieder richtig reingeschissen in der Apfelmap. Also, da wird jetzt so viel rausgeschnitten wieder. Das ist Wahnsinn. Ich habe da nur kurz reingeguckt. Oh, Leute. Die werde ich auf jeden Fall nicht alleine spielen. So. Zack. Oh nein. Aber wir hatten hier einen Checkpoint, ne? Ja. Wow. Hier gibt er mir endlich einen Checkpoint. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Ich hab's ja so weit geschafft und dann verkacke ich an dem leichten Sprung. Das ist doch jetzt nicht mein Ernst. Shiro, was ist denn mit dir los? Ich weiß, du bist gerade erst aufgewacht, aber das musst du eigentlich hier schaffen. Alter Schwede. Ey. Jetzt ist aber wirklich der Wurm drin. So, Leute, jetzt konzentrieren wir uns einmal kurz. Wir fokussieren uns jetzt mal so richtig auf die Sprünge. Dass wir immer schön im letzten Moment abspringen. Ja, dann klappt es doch auch. Ja, also. Was war jetzt so schwer daran, Shiro? Was war jetzt zum Teufel nochmal so schwer hier dran, ha? Nichts. Genau,
rein gar nichts. Was wäre eigentlich da der Weg gewesen? Da hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Da hoch. Und da wäre auch schon ein Checkpoint gewesen, ne? Ja. Ich glaube, beim leichten Weg hat man einfach nur wesentlich mehr Checkpoints, scheinbar. Aber egal, denn jetzt wollen wir uns nicht darüber beklagen, wie unser Weg war. Tipp, durchsprinten. Ach so, das ist sowas hier. Ja, natürlich. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das das gleiche Portal ist. So. Oh mein Gott, nicht irgendwie auf den Checkpoint da unten fallen. Das müssen wir jetzt gleich hier nämlich nochmal machen. Alter, ich bin zu schnell. Das ist mein Problem hier an dieser Stelle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Also die Fails sind heute real. So, jetzt aber. Vorsichtig springen. Hierhin, hierhin. Ich bin immer zu schnell. Das ist mein Problem. So. Jetzt gehen wir hier besinnlich durch wie die Weihnachtszeit und schaffen es hierhin. Und dann dahin? Ist das der richtige Weg? Nein, das ist doch nicht der richtige Weg, oder? Hallo? Also ich meine, da... Doch, das ist der richtige Weg. Hier, guck mal, das ist der leichte Weg. Da hüpft man einfach direkt rüber. Und hier... Ja, okay. Gut, das war also richtig. Ich hoffe es. So, oh mein Gott. Oh Gott sei Dank, Leute, das war der richtige Weg. An sich war es ein, die Kreativität hier fand ich okay. Sprünge waren auch okay und die Optik war auch okay. Naja, es waren halt fliegende Inseln, Leute. Egal. Aber Leute, wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, würde ich mich riesig bei Bewertung freuen. Mal schauen, ob ich jetzt wieder täglich Videos heraushaue. Je nachdem, wie müde ich halt bin immer die Tage. Muss man mir halt verzeihen, ist halt so, ne? Und dann sieht man sich einfach in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Tschüss.